Ja, glaubst du nicht? Muss ich dir mal zeigen, wie sich unser Staubsauger in unseren Scheiben verkeilen kann. Das ist wahnsinnig geil. Herzlich willkommen zu den Gaylor Girls. Wir sind wieder zurück und in der zweiten Staffel angekommen. Und obwohl wir in der zweiten Staffel sind, habe ich trotzdem neben mir die gute Lara Likör sitzen. Es tut mir leid, mich wird man nicht so schnell los. Deswegen bin ich wieder mit dabei. Hallo ihr Lieben. Also wie schon gesagt, wir sind in der zweiten Staffel und wir haben uns gedacht, wir machen etwas, alles ein bisschen anders, als wie wir es vorher gemacht haben. Wir haben uns gedacht, weil das Problem ist, Community-Leute einziehen zu lassen in die WG und die dann zu parodieren, ist ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja auch nicht zu böse sein, dass es falsch verstanden werden kann. Wir wollen aber auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie den Honig vom Arsch lecken. Also ganz einfach, wir wollen eigentlich so böse und beleidigend wie möglich sein, aber damit keine real existierenden Personen treffen. Und deswegen sind wir jetzt ein bisschen in die Fiktion gerutscht. Genau, also wir haben, ich habe es ja schon mal angekündigt, neue Charaktere, Grundcharaktere, die immer da sind. Und das sind diese beiden Schnuckis hier unten. Da haben wir einmal zur einen... Huch, läuft schon gut. Jetzt muss er schon lachen. Die Cindy Bubbles. Eine wunderhübsche Frau, also wow. Ja, war schon 20 Mal verheiratet, 5 Mal geschieden. Die anderen sind tot. Die anderen wurden leider erdrückt. 5 sind tot, 5 sind erdrückt und die restlichen 5 sind noch irgendwo verschollen in irgendeiner Bettritze. In der Bauchfalte verschollen. Ja. Das ist die Cindy Bubbles und dann haben wir vom Planeten Melmark extra eingeflogen. Moment. So. Die Erika Fürst. Erika Fürst, die Hübsche, ist auf diesem Planeten gelandet, um Geschäftsfrau zu werden, um ein bisschen in die Geschäftswelt einzusteigen und um heiße Männer abzustauben. Ich glaube, sie hat auch die guten Karten mit ihrem Outfit schon alleine. Mit ihrer grünen Haut strahlt sie auch im Dunkeln. Also, ja, die pinken Haare passen dazu. Ist natürlich ihre Naturhaarfarbe. So ist das auf dem Planeten Melmark. Also, ich freue mich. Pinke Haare. Dafür kompensiert das Cindy. Mit Cindy, ihren Titten. Mit ihren Titten und. Mit ihren pinken Sahnetitten. So, ich würde sagen, bevor wir anfangen mit der Aufnahme, stoßen wir mal mit unseren 5-Minuten-Terrinen und unserem Sekt an. Komm, nimm dein Glas in die Hand. So, Stößchen, ihr könnt zu Hause natürlich auch was trinken, denn jetzt geht's wieder richtig los mit den Gaylor Girls. Genau, so und wie gesagt, schon wie es damals war bei der ersten Folge von den Gaylor Girls, bisschen mehr Erklärung wie mehr als Action. Wir starten mit einem Einsteigerhaus, das heißt also das Haus haben wir möbliert so genommen. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Ja, er geht kurz das Fenster zumachen. Wir haben uns diesmal dazu entschlossen, ganz von Anfang an uns hochzuarbeiten oder halt nicht, je nachdem wie es klappt. Und uns ganz normal, wie das im Leben halt so läuft, von einem ganz normalen Haus bis vielleicht irgendwann hin zur Traumvilla oder vielleicht bis in die Gosse zu spielen. Ja, Traumvilla, also das ist ein Fernseher, den habe ich mir schon... Na, ich meine ja, wir müssen da ja erstmal hinkommen durch unser aktives Spielgeschehen. Ja. Ihr seht, wir haben diesmal nur 5.579 Simoleons. Ja. Das reicht also niemals für eine Brühe. Also quasi, wir spielen das harte Sims-Leben jetzt gerade. Und ich habe auch angekündigt, dass es ein neues Community-Konzept gibt. Wir wollen euch natürlich mit einbinden. Des einen. Punkt 1 ist, ihr, wie immer, wie es auch eigentlich schon vorher war, könnt uns durch Kommentare, Nachrichten etc. mitteilen, was ihr denn wollt, was ihr sehen wollt. Und ihr könnt euch auch diesmal wieder bewerben, aber nicht als ihr selbst als Sim,
sondern ihr habt eine ganz besondere Ehre. Wenn ihr nämlich ausgewählt werdet, habt ihr die Ehre, uns in unserer real existierenden Gaylord-Girls-WG zu besuchen. Also ihr kommt zu mir, der lieben Nara Likör, und zum Gussfeder nach Hause. Genau. Und dann dürft ihr am Original Gaylord Girls Aufnahme-PC euch euren eigenen, möglichst hässlich und deformiert gestalteten Sim erstellen und mit uns ein bisschen spielen und quatschen. Genau, und das soll auch eine eigene Geschichte haben, also einen eigenen Hintergrund, so wie jetzt hier unsere Erika Fürst vom Planeten Melmark oder unsere 20-mal geschieden und verschiedene verwitwete Cindy Bubbles. Cindy Bubbles. Und wir würden euch dann gerne bei uns hier einladen und euch einladen. Gibt ein Säckchen, gibt ein Schnaps oder zwei oder drei. Genau. Ein und Kippchen. Mit uns hier quasi die Aufnahme zu bewältigen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir steigen jetzt ins Spiel ein, Leute. So, ich habe jetzt erstmal Play gedrückt. Ja. Also, ich muss dir sagen, du stinkst wie eine Fliege. Oh, das liegt daran, dass ich immer nur zocke und dass ich nie aus dem Haus gehe. Denn wenn man viel zockt und nie aus dem Haus geht, dann stinkt man nun mal. Ist ja wohl logisch. Und ich meine, dass in deinem Körper Fett und nicht mal der Gestank freiwillig haften bleibt, ist ja wohl klar. Willst du mal mit mir zocken, dann zeige ich dir mal, wie man anfängt zu stinken. Ist nämlich gar nicht so schwer, wie du eigentlich denkst, meine Liebe. Und immer noch der Game Controller. Das war ja auch ein Ich wollte eigentlich gerade tratschen. So, hier, tratsch mal. Cindy, tratsch mal mit der Erika. Ja, hast du schon gehört von der Margret nebenan? Die hat so eine riesige Fresse da. Die kann alles verschlucken. Oh ja, ich habe auch gehört, die hat ein neues Album rausgebracht mit ihrer hässlichen Fresse vorne drauf. Müssen wir uns mal zusammen anhören, ist bestimmt voll die Scheißmucke. Aber hey, in unserer WG läuft eh nur das, was mir gefällt, wenn du weißt, was ich meine. Also du hast ja schon ganz schön schöne Zähne, ne? Haben das alle grünen Menschen? Wir haben alle so ekelhaft bunte Zähne, weil wir mit unseren bunten Autos immer wieder rumfahren und anstatt Scheinwerfer mache ich einfach den Mund auf im Dunkeln. Dann sehe ich, was auf der Straße passiert. Wenn du mal... Was ist denn das für eine Fotze? Der Arsch. Die würde ich einfach mal für flachlegen. Also ich habe schon Männer flachgelegt, aber noch keine Frau. Frau? Frau? Ja, ich würde sie bei mir einladen und würde sie erstmal in meinen Mokka tunken. Du kannst ja auch mit ihr in Urlaub fliegen, da kannst du sie bestimmt vernaschen. Wenn du einfach mit ihr in die Türkei fliegst oder in ein anderes schönes sonniges Land. Wenn du richtig schön anfängst, in der Bauchfalte zu schwitzen, kann sie dir wohl kaum widerstehen. In meiner Galaxie sind wir mit Staubsaugern verreist. Bei uns gab's nichts anderes. Ich habe mich auf meinen Staubsauger gesetzt. Der hat sich in meine Scheide verkeilt und dann bin ich losgeflogen. Nein. Ja, glaubst du nicht? Muss ich dir mal zeigen, wie sich unser Staubsauger in unseren Scheiden verkeilen kann? Das ist wahnsinnig geil. Du willst doch nicht sagen, dass wir uns bescheren sollen. Mit unseren Staubsaugern? Wir sind echte Hausfrauen. Ja, also du bist so grün wie Geld. Ne? Also das finde ich total super. Also ich finde Geld geil, ne? Ja, wer findet Geld denn scheiße? Ja, wo hast du denn deine Geldreserven im Bauchnabel? Ich würde einfach mal sagen, da Cindy ja extremst auf ihre Figur achtet, macht sie einfach mal ein schickes Abendessen und dabei macht sie einfach mal Macaroni mit Käse. Ne? Oh, that ass. Shake that ass for me. Also wenn ihr schon dachtet, dass Lara Likör eine riesige Büffelhüfte hat. Kennt ihr Cindy Bubbles? Kennt ihr Cindy Bubbles? Cindy und Roma. Einfach reingeschüttet so, und schön durchrühren. Einmal durchrühren, so. Erika musste auch mal ein bisschen durchrühren. Ein bisschen. Jetzt ist mir das Deo in den Topf gefallen. Ah, verdammt. Naja, die wird sie nicht merken. Die kommt von einem anderen Planeten. Ja, das mache ich. So, einfach mal jetzt hier. So, ja, riecht nach 8x4 Fahr. Wie Fahr willst du sein? Ah, ich will ganz Fahr sein. Ich die alte nochmal in die Kiste. Frau treiben, das wär's jetzt eigentlich. Du merkst schon, es wird echt eklig bei uns. Vor allen Dingen, ich habe eigentlich Angst, wenn die sich über einen Kochtopf beugt, dass dann irgendwie ihre Titten noch so reinhängen. Wäre ein überdimensionaler Quirl.
Was macht denn Erika gerade? Die Alte ist schon wieder jetzt ist auch aber. Huch! Und das spritzt aber. Hui. So. Wo kam der Teller also her? Also wir kennen das alle, ne? Der Teller kommt einfach so aus dem Nichts. Hör mal, das Essen auf die Arbeitsplatte schütten, da kommt schon ein Teller. Aber Cindy ist total egoistisch, ne? Sie nimmt ihren Teller und die geht setzt sich mit ihrem Quallen Hintern auf den Stuhl und frisst. Ja, also da kommt ein Vampir mit einer Limo-Dose in den Supermarkt und fällt hin. Ja. Die Alte ist ja nicht mal lustig. Cool, ne? Also, du solltest dir echt mal ein Witzbuch kaufen, weil vielleicht erzählst du dann mal lustige Witze. Was du gerade von dir gegeben hast, das ging absolut gar nicht. Also, okay, dann erzähl ich einen anderen Witz. Kommt ein Mülleimer zur anderen Tonne und sagt, hey, du siehst aus wie ein gelber Sack. Und da sagt der gelbe, die andere Tonne, die aussieht wie ein gelber Sack, nee. Ja, ich gehe gleich ins Bett, weil ich kann dir gar nicht mehr zuhören. Ich kann dir einfach nicht mehr folgen, was du erzählst. Deswegen war aber eine tolle Geschichte. Ich glaube, ich werde heute Nacht davon träumen, wie ich dir nicht zugehört habe. Cindy, wir können auch zusammen ins Bett gehen. Wir haben ja ein gemeinsames Doppelbett. Geld hat leider nicht gereicht für zwei Betten, deswegen war ganz toll, mich mit dir zu unterhalten. Tolle Mitbewohnerin und erinnere dich an das, was ich dir angeboten habe mit den Staubsaugern. Komm einfach drauf zurück, wenn es dir gerade passt und dann fick ich dich direkt in deinen Staubsaugerbeutel, meine Liebe. Glaub mir, so wurdest du noch nie durchgepustet, da fliegt dir der Staub aus den Ritzen, da wirst du richtig durchgewischt und im Anschluss fasse ich dich an, zieh deinen Stecker raus und dann wirst du gefickt. Was man aus einem Staubsauger alles machen kann. Das heißt also, Cindy sucht sich erstmal einen Job. Ja, also ich würde eigentlich gerne Eventmanagerin werden. Ach nee. Das ist die Falsche. Das war die Falsche. Ich würde eigentlich gerne Luftballons aufblasen und die an Kinder verteilen und sie da platzen lassen. Ja. So, also. Animateurin im Ausland mit 85 Kilo Übergewicht. Ja. Nein, nee. Das ist das. Ab jetzt könnte man auch einen Schnitt setzen, weil jetzt wird es gerade langsam langweilig, wie die immer noch am Tisch sitzen und nichts machen. Aber das hören ja die Leute dann eh nicht mehr. Ist jetzt blöd. Lecker Maul, so sieht Cindy nein. Schon aus. Cindy macht hier Verbrecherkarriere. Klettert quasi wie eine Gazelle über Museumsmauern. So, und stiehlt Diamanten. Wie spät ist das? Ach da, 17 Uhr, okay. Also morgen muss Cindy arbeiten. Und das ist eigentlich schon mal ein gutes Stichwort. Das war's mit der ersten Folge. Geht oder geht's? Ach doch schon, ja. So wie die Zeit vergeht, wenn man sich köstlich amüsiert. Zweite ist Staffel. Unglaublich. Zweite Staffel und ihr seid mit dabei. Ihr könnt uns ja mal unter diesem Video bei YouTube kommentieren oder bei Facebook oder bei Twitter, whatever, wie euch denn dieses neue Format gefällt, ob wir das so weitermachen sollen und, oder ob nicht. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Vergesst nicht, euch zu bewerben bei uns, wenn ihr gerne mal bei uns hinter unsere private, düstere Fassade schauen wollt und ein bisschen mit uns saufen wollt und dabei dumm quatschen. Denn das ist so unser Hauptmetier. Richtig. Und vergesst auch nicht, die Videos zu teilen. Zeigt es allen Leuten, wo ihr denkt, die finden es bestimmt auch nicht lustig. Genauso unlustig wie ihr und genauso beschissen wie ihr. Alle, bei denen ihr denkt, die sollten ihre Zeit verschwenden für nichts und wieder nichts, den schickt ihr am besten den Link zu diesem Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Karen, kommentieren, liken, twittern, facebooken. Ihr genau. Wisst Bescheid. Macht's gut und bis später. Bär oder demnächst oder whatever. Wie es passt. Bis Dänchen. Tschüss.